Ja. Gut, kommen wir zur ernsthaft beantwortete Fragen. Total, immer. Kommen wir zur vorletzten Frage, ja, bevor ich euch entlasse zu der Masse von Massen. Und zwar, was ist eure schlimmste Gamesünde? Also ein Spiel, wo ihr sagt, so hätte ich das mal bloß nicht gespielt, weil ich schäme mich so total dafür. Bei mir war es Barbie auf dem Reiterhof. Alle Trash-Net-Spiele. Ja. Doch, das kann man so festhalten, glaube ich. Alle nicht. Alle aber nicht. Ist ein guter Kandidat. Seven Days to Die. Bei mir wäre es, glaube ich, hier das Alien-Spiel, was ich zuletzt gespielt habe. Der Shooter. Wie hieß der noch? Weiß ich nicht mehr. Colonial Marines, genau. Da war ich sehr enttäuscht von. Und für die Entwickler habe ich mich geschämt. Also Entwickler in der Ecke. Vielleicht noch Walking Dead, das andere Survival Instinct, das war scheiße. Aber. Das war richtig. Aber doch, ich habe mich doch ein paar Mal erschrocken. Also so schlecht war es dann auch nicht. Also es war halt ein ganz cooler Titel zum Let's Playen, aber. Ein paar Jumpscares waren schon drin, aber. Ja, genau, so. Aber. Nee, also Outlast ist deutlich geiler. Auf jeden Fall. Also momentan das DLC feiere ich auch extremst. Aber naja. Ja, ich glaube schon. Jetzt nicht mehr. Jetzt kommen wir. Okay, kommen wir zur letzten Bitte. Und zwar sollt ihr der Kamera euer wunderschönes Achterbahngesicht zeigen. Stellt euch vor, ihr fahrt auf einer wunderbaren Achterbahn, wie beispielsweise die Bandit oder der MP Express. Und ihr steht kurz vor dem Abgrund. Boah, das ist ein Product Placement hier, einer nach dem anderen. Damit haben wir nichts zu tun. Das hat der Commander-Krieger schon im letzten Interview klargestellt. Ja, also wir kein Product Placement, aber okay. Achterbahngesicht. Ich glaube, ich würde die Titanic machen. So. So, nicht erreicht. Da müssen wir mal die Hände hoch. Also, wunderbar. So, den Wagen sitzt die ganze Zeit so. So, also. Kommt aber auf Menschenfoto gut. Das stimmt. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses illustre Interview. Gerne. Und wünsche euch noch viel Vergnügen hier im Moviepark Germany. Dir auch. Vielen Dank.